Hallo meine Lieben, heute drehen wir das Wunschvideo zu meinen Zeichenutensilien. Ayu wollte wissen, was ich für Stifte benutze und da ich ein Video sowieso schon drehen wollte, was ich für Materialien benutze, habe ich mir gedacht, okay, machst du nicht nur die Stifte, machst du alles. Ja, das hier ist Federmäppchen Nummer 1, sozusagen mein Hauptmedium in Sachen Zeichnen. Das sind halt meine ganzen Buntstifte drin, hauptsächlich von Herlitz. Ich liebe Herlitz Buntstifte. Ja, dann ein Radiergummi, ein stinknormaler weißer. Ich mag die weißen Radiergummis lieber, weil die das Papier nicht so kaputt machen und auch keine ungewünschten Farben hinterlassen, wie diese rot-blauen, die was es da gibt. Ja, Radiergummi. Ich habe aber auch noch einen rosafarbenen Radiergummi. Den hier. Den nehme ich immer, wenn ich Ecken rausradieren muss oder die Haare korrigieren muss, weil man damit einfach viel besser auf kleinen Flächen radieren kann, ohne die Hälfte von dem anderen wieder wegzuradieren. Dann habe ich hier noch einen Pritt Pocket Pen. Ja, sozusagen Tippex in Stiftform. Hier. Damit korrigiere ich, wenn ich mich wirklich beim Tuschen oder ja, Outline vermalen sollte. Damit korrigiere ich das dann. Genau. Dann, für mich ganz wichtig, ein Stifteverlängerer. Ja. Ihr kennt das sicher, diese kleinen Dinger hier. Die kann man nicht mehr richtig halten und dann kann man die hier einfach mit verlängern und komplett aufbrauchen, ohne die wegschmeißen zu müssen. So ein Ding herzukriegen ist übrigens hier bei mir gar nicht mal so einfach. Ich musste dafür wirklich zwei Städte abklappern. Entschuldigung, ich bin halt irgendwie... Fahrradfahren ohne Schal bei der Kälte ist keine gute Idee irgendwie. Ein stinknormaler Filzstift von Faber-Castell in Schwarz. Den benutze ich für meine Doujinshis, für die Outlines von den Spalten und für meine Signatur. Weil ich die Spitze so gern mag. Die ist nicht zu breit und nicht zu dünn. Und ja, sieht man das überhaupt richtig? Ja. Da meine Webcam halt gerade spackt irgendwie, muss ich jetzt mit der Digicam aufnehmen. Das ist alles ein bisschen ungewohnt. Dann habe ich hier noch einen Bleistift. Ganz normalen. Der ist von Staedtler. Stärke B. Der ist auch schon ziemlich klein, wie man sieht. Den benutze ich für alle Illustrationen oder größeren Zeichnungen, die ich machen muss oder mache, weil ich liebe diesen Bleistift. Ich glaube, das sieht man auch irgendwie. Also ich benutze ihn jetzt seit 2 Monaten und der ist jetzt schon ziemlich geschrumpft. Dann habe ich hier aber noch von Faber-Castell einen Minenbleistift. Der wird hauptsächlich für Kakaokarten oder meine Doujinshis benutzt, weil da die Zeichnungen einfach viel kleiner sind und auf eine kleinere Fläche rauf müssen. Und da ist es mit einem normalen Bleistift ja, schwieriger zu zeichnen als mit dem jetzt, weil der einfach viel, viel dünner ist. Entschuldigung. Ja, im Großen und Ganzen war das jetzt eigentlich schon der Inhalt meiner Federmäppchens. Teil 1. Ich habe ja 3 davon. Also Teil 1. Also das ist immer so mein Hauptfedermäppchen irgendwie. Dann habe ich noch dieses hier. Also ja, ich bewahre mein Zeug gerne getrennt auf, weil ich mal keine Lust habe, die ganzen Dinger da zu durchsuchen. Und hier sind meine ganzen, ja, Filzstifte drin. In allen erdenklichen Farben und Dicken und Breiten. Und ein großer Fan bin ich übrigens davon. Vor allem Stabilo. Weil die haben so eine richtig schöne dünne Spitze. Ja. Und die Farben sind auch extrem geil. Kolorieren ist mit denen teilweise wirklich blöde. Aber ansonsten mache ich es halt nicht ganz gerne. Aber kolorieren geht mit denen vom Pelikan besser. Ja, die haben zwar auch eine dünne Spitze, aber nicht ganz so dünn wie die Stabilos. Und ja. Also mit den Filzstiften ja, koloriere ich hauptsächlich Dinge, die abgenutzt oder schmutzig wirken sollen oder unordentlich. Und dann male ich auch dementsprechend unordentlich, damit es dann einen schönen Effekt hat. Und ja,
Also ich benutze die Filzstifte eigentlich nicht oft, aber wenn ich sie benutze, dann benutze ich sie richtig. Dann, ich habe hier alles auf dem Boden, weil ich habe hier keinen Tisch. Haben wir noch Nummer 3. Da sind nicht viele Stifte dran, also das hier sind alle. Schwarzer Fineliner für Outlines. Zwei graue Stabilos zur Feinliner. Benutze ich gern zur Schattensetzung. Von Stabilo einen Permanentmarker. Damit mache ich auf meinen Doujinshis übrigens die ganze Schrift. Und ansonsten haben wir hier noch von Faber-Castell die Pitt Artist Pen. Ich habe die geschenkt bekommen. Als Ersatz für Copics, weil ich mag Copics gar nicht. Verbrennt mich auf dem Scheiterhaufen, aber ich mag keine Copics. Ich weiß auch nicht warum. In erster Linie sind sie mir zu teuer und ich habe auch schon mal getestet, mit denen zu malen. Das funktioniert irgendwie. Also ich mag den Griff nicht irgendwie und ja, keine Ahnung. So, mit denen hier bin ich aber ziemlich zufrieden. Damit schattiere ich meine Doujinshis. Und ich verstehe auch die Negativbewertungen bei Amazon gar nicht, weil also bei mir gehen die Spitzen kein bisschen auseinander, wenn ich fester aufdrücke. Ja, also sie sind immer noch schön dünn, genauso wie sie waren, als ich sie bekommen habe. Und das kapiere ich nicht. Aber ist egal. Also auf jeden Fall, die hier benutze ich zum Doujinshi-Zeichnen. Die waren übrigens alle in einem Pack drin. Und Stärke B ist eben, ja, die normale Stärke, eben wie so ein Tuschestift. Stärke M, das wäre das hier. Der ist für die gröberen Outlines und Größe S, ganz, ganz fein. Den benutze ich dann immer für die feineren Outlines. Ich bin mit dem Nadel hängen geblieben. Was habe ich noch? Hier haben wir meine Staedtler Norris Club Aquarellbuntstifte. Also für diejenigen, die nicht wissen, was Aquarellbuntstifte sind, die sind wie, wie halt eben normale Buntstifte. Aber man kann die, man kann sie mit einem Pinsel in Wasser getunkt, dann vermalen wie Wasserfarben. Genau. Also wer mit Wasserfarben nicht klarkommt, sollte eigentlich mit Aquarellbuntstiften klarkommen. Also ich mag sie wahnsinnig gerne für Kakaokarten, für die Hintergründe und vor allem für Hintergründe. Für Hintergründe nehme ich sie wahnsinnig gerne. Oder für weiche Outlines, wenn ich mal wieder romantische Bilder zeichne, was ich jetzt schon ewig nicht mehr gemacht habe. Vielleicht sollte ich wieder damit anfangen. Genau. Und dafür sind die wirklich super. Also ich mag sie, aber ich benutze sie nicht. Also ich benutze sie relativ selten eigentlich. Dann haben wir hier meinen Wasserfarbenmalkasten von Stylex. Und ja, lass ihn nicht mal aufpassen, könnt ihr ihn sehen. Der sieht so hier aus. Wenn ich rausgefunden habe, wie der wieder aufgeht, dann ist das super. Finde ich aber nicht raus. Doch, push. Ja. 24 Farben, inklusive Deckweiß. Ich mag die Farben wahnsinnig gerne. Also, ja, der ist jetzt neu. Den habe ich mir gestern nachgekauft, wenn mein anderer leer war. Die meisten haben wahrscheinlich nie was von der Marke gehört, macht aber nichts. Ist eine Eigenmarke von Rofo. Und für die 24 Farben zahlt man sage und schreibe 4 Euro. Und ich kann beim besten Willen keinen Unterschied zu den Pelikan-Farben verstehen, was ich davor hatte. Also die hier malen genauso gut und decken genauso gut wie die vom Pelikan auch. Wobei Wasserfarben benutze ich auch relativ selten eigentlich. Also ich habe viele Medien, die was ich selten benutze. Dann haben wir hier meine Pinsel. Die habe ich mir auch mal beim Rufo gekauft für 1,49 das ganze Pack. Und ja, so wie die Mastermalfarben und die Aquarellbuntstifte benutze ich auch die relativ selten eigentlich. Am meisten koloriere ich wirklich immer mit Buntstiften. Ich liebe Buntstifte. Wie es schon draufsteht, Pinselbecher. Sehr praktisch.
Könnte man auch mit dem Aschenbecher verwechseln. Ja, das Schöne ist, wenn der hier irgendwie ein bisschen umkippt oder so, läuft das Wasser hier einfach nicht raus. Wenn man halt nur so viel drin hat, dann bleibt es einfach hier. Und ich stoße gerne mal irgendwas um, wenn ich was koloriere. Ob das eine Kaffeetasse oder eine Teetasse oder eine Energydrinkdose ist, das ist total egal. Ich stoße immer irgendwas um. Mich wundert es, dass meine Bilder überhaupt noch zustande kommen, so oft wie ich was umschmeiße. Komischerweise läuft es immer an den Bildern vorbei. Ja? Also ich habe noch nie irgendwas auf dem Bild geworfen. Es läuft immer außenrum. Dann Lineale. Total unspektakulär. Brauche ich auch eigentlich nur für meine Doujinshis. Also ich habe ein Linienproblem. Also irgendwie sieht mein linkes Auge die Linien ungerader als das rechte und deswegen werden meine Linien immer schief und deswegen brauche ich immer ein 30 cm Lineal, um eine A5-Seite mit Linien zu versehen. Ja, obwohl, wenn ich das kleine hier reichen würde. Ja. Eine alte Peach-Zeitung. Ja, jetzt fragt sich jeder, was hat das mit Zeichenmaterialien zu tun? Meine Oberfläche hier, die ist mit der Zeit, jetzt hat die schon einige Falten da reinbekommen oder so. Und wenn ich da drauf dann koloriere, dann habe ich überall diese blöden Striche drin und diese Hucke. Und ja, das sieht nicht gerade schön aus. Und deswegen koloriere ich immer mit der hier als Unterlage. Weil ich mag es auch nicht, irgendwie auf den anderen Blättern dann im Block drin zu kolorieren. Weil mir das dann immer Abdrücke unten drauf macht. Dann habe ich die auf dem nächsten Bild drauf und das mag ich gar nicht. Deswegen zeichne ich auf diese alten Peach-Zeitung, weil die einfach schön glatt ist und ja. Ja. Universal fixaktiv. Damit fixiere ich meine Kakaokarten. Oder Commission-Bilder, die ich aufgetragen kriege. Und die mit ganz, ganz vielen Schichten Buntstiften bemalt sind, dann, ihr kennt das bestimmt, wenn man so drüber geht, hat man alles an den Fingern. Und mit dem passiert es eben nicht. Man braucht auch nur relativ wenig davon. Das ist von Rotbart. Es ist das erste Mal, dass ich dieses Ding habe, aber es hält jetzt schon seit ungefähr 3 Jahren. Ist immer noch gut und ja. Ich brauche es auch eigentlich relativ selten, weil ich in den letzten Jahren keine Commission-Bilder gemacht habe. Ja, weil ich eigentlich aufgehört habe zu zeichnen, nachdem meine Oma gestorben ist. Und ich habe erst wieder letztes Jahr angefangen. Also habe ich letzte Zeit lang Pause vor Commission-Bildern gehabt. Jetzt nicht mehr. Dann habe ich hier einen stinknormalen Zeichenblock von Pelikan. Da male ich meine Kakaokarten drauf. Da male ich meine Kakaokarten drauf, wenn ich keine Kakaokarten schon fertig zugeschnitten da habe. Und irgendwie lässt die Lieferung lang auf sich warten. Und ich wollte aber Kakaokarten zeichnen. Weil Ayo auch noch eine bekommt. Und deswegen zeichne ich dann immer auf diesen Block. Und den lasse ich immer so lang drin, das Blatt, bis ich hier alle Karten fertig habe und koloriert habe. Und erst dann löse ich das Blatt und schneide das raus. Weil bei mir gehen Blätter gerne mal verloren oder verknittern. Oder mein Hund sabbert drauf. Und das braucht kein Mensch irgendwie. Obwohl, ich könnte das als Zusatz anbieten. Hundesabber. Obwohl, nee, das wäre eine blöde Idee. Dann habe ich hier einen stinknormalen Malblock von Teddy für, schlag mich tot, ich glaube 1 Euro. 1,50 Euro. Ja, ein ganz normaler Malblock und da mache ich meine Skizzen halt drauf und meine normalen Bilder. Ja, die kolorierten Bilder eben. Ja, so ein Block hält bei mir ungefähr 3 Monate, wenn es gut kommt. Dann haben wir hier, auch das ist auch spektakulär, Druckerpapier. Wozu braucht sie Druckerpapier, wenn sie einen Malblock und einen Zeichenblock hat? Auf dem Druckerpapier, ich teile das immer in 2 Hälften. Das hier sind meine zukünftigen Doujinshi-Seiten. Ja, also ich teile die A4-Blätter immer, also nicht mit der Schere, sondern mit der Hand, in A5 und dann werden da drauf meine Doujinshi-Seiten gezeichnet. Ich liebe Druckerpapier zum Doujinshi-Zeichnen. Sonst ist das Papier, mit dem ich am besten klarkomme. Und das, was mich auch bei meinem Verbrauch auch am günstigsten kommt und von daher passt mir das super. Zumindest, also ich kann auch mit den Artist Pen super drauf malen und die drucken auch nicht durch und deswegen, ja. Last but not least
Meine Mappe. Skizzen und Entwürfe. Früher war da auch nochmal Material drin. Ja, die Mappe habe ich übrigens auch von TD für 1 €. Und hier sammle ich so alles drin von meinen Doujinshi-Seiten, leeren Seiten. ja, bis hin zum den Skizzen, also das, was ich schon fertig habe. Also Skizzen sind es ja nicht mehr. Also Skizzen waren auch mal drin, aber die habe ich jetzt alle umgeordnet. Ja, zu den Zeichnungen sozusagen. Wo ich ja, die Kohle noch nicht gemacht habe. Also, ja, wie man sieht, es sind viele und ja, es sind auch Schulhefte da drin. Jetzt fragt sich jeder, wozu braucht sie Schulhefte drin? Leere Schulhefte. Ja, Blanko. Und zwar klebe ich dort die Jojinjis ein, die länger werden. Also nicht die Kurz-Jojinjis, weil da wird sich so ein Heft nicht lohnen. Aber die längeren Doujinshis, die was zum Beispiel auch mehr Bände haben, wie ich es früher gemacht habe, aber die sind vernichtet worden. Ja, die klebe ich dann da ein, damit man sie dann auch, damit ich dann die Rohseiten auch tatsächlich noch so lesen kann. Ja, ich habe die auch in klein. Ich habe früher auch mal A6 Doujinshis gezeichnet, also so groß wie eine Kakao-Karte war eine ganze Seite. Ja. Genau, das ist meine Mappe. Und ja, ich habe halt dann noch Schnellhefte, in denen ich die Kurz-Doujinshis einordne. Oder überhaupt die Doujinshis erstmal einordne. Das hier zum Beispiel ist der Ordner für The Reason. Der aktuelle, der momentan läuft. Ja, weil ich mir nie vornehme, wie lang ein Doujinshi sein soll. Und deswegen weiß ich auch nicht, ob ich die jetzt in ein Heft kleben möchte oder nicht. Und deswegen, ja, tue ich die zuerst in Schnellhefter machen. Das hier ist so ganz geheim der neueste. Ja, der übrigens noch keinen Titel hat. Ja, und hier auch ein Schulheft mal wieder. Nichts eingeklebt, aber das ist Beats im Basketball. Das hier ist komplett in einem Schulheft tatsächlich gezeichnet. Und schlag mich tot. Ja, koloriert, also ja, mit Bleistift. Das ist alles hier, bis auf das Schwarz. Das ist mit einem Filzstift gemacht. Aber der Rest ist tatsächlich alles mit Bleistift gemacht. Und ich muss sagen, es sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus, ne? Ja, und den liest man halt von ganz normal westlich und nicht japanisch. Ja. Da müsste ich eigentlich auch mal weiter dran zeichnen, aber zurzeit fällt mir irgendwie die Muse. Dann. Da, da, da. Das, was dann noch übrig bleibt, sind halt so die Ordner. So, das war der Ordner vom letzten Jahr mit den ganzen Zeichnungen. Und dann sieht man, wie scheiße ich letztes Jahr gezeichnet habe, ja. Ja, schlag mich tot. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ja, ich ordne meine Zeichnungen in Klarsichtfolien in einen Ordner und ja. Ja, und ich fange jedes Jahr einen neuen an. Ja, das ist ja von diesem Jahr jetzt. Und dieses Jahr war ich ja bis Ende März gar nicht aktiv eigentlich. Und deswegen hier steht auch noch tote Hose. Wobei ich sagen muss, dass ich dieses Bild hier tatsächlich am besten finde. Dieses Jahr. Also was jetzt so, was jetzt dieses Jahr zusammengekommen ist, ja. Und das hier vielleicht auch noch. Ich weiß gar nicht, sieht man das richtig? Ich habe hier echt ein Platzproblem. Ich brauche einen größeren Schreibtisch. Etwas mache ich eigentlich echt gerne. Also die beiden Skizzen sind entstanden irgendwie. Da wurde ich gerade verlassen und irgendwie hatte ich aber bis jetzt noch nicht die Muse, die zu kolorieren und habe es dann die letzten Tage gemacht, weil ich es auch schade gefunden hätte, wenn die entweder vergammeln oder ich sie wegschmeiße. Und ich weiß, dass ich Skizzen, die ich so lange nicht bearbeitet habe, wegwerfen werde. Deswegen habe ich da gestern nochmal schnell die Kolo gemacht. Ja, also im Großen und Ganzen war es das jetzt eigentlich auch schon wieder zu meinem Zeichenmaterial, glaube ich. Ich glaube, dass ich alles gezeigt habe eigentlich. Also zumindest die Hauptdinger habe ich gezeigt. Ja, ansonsten
könnte ich euch noch meinen PC zeigen, an dem ich dann die Rasterfolie immer mache für die Doujinshis und die Seiten bearbeite. Aber ich glaube, vielleicht, eventuell mache ich dafür mal ein extra Video. Mal schauen. Je nachdem, wer es sehen will und wer nichts. Scheiß drauf. ja, ich hoffe, das war irgendwie aufschlussreich, was ich hier alles so zum Zeichnen brauche oder eigentlich auch nicht brauche und es trotzdem besitze. Ja. Okay, für Fragen, Kommentare jeglicher Art stehen euch die üblichen Kontaktmöglichkeiten wie Facebook, Twitter und YouTube zur Verfügung. Und ja, eigentlich war es das. Genau. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss, tschüss.